Hallihallo, Hallöchen, Popöchen, meine lieben Öhrchen. Willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Have a Nice Day. Und jetzt kommen wir ins unbekannte Gefilde. Und zwar, das ist die letzte. Hundertprozentig ist das letzte Level, sonst hätte ich jetzt was aussuchen können. Kriegskunstabteilung. Da wartet der Endboss. Lalalalala. Mal gucken, ob wir es schaffen werden. Da ist unser Einweiser. Wurde ebenfalls drastisch umgebaut, um die Entwicklung auf der Oberfläche wiederzuspiegeln. Menschen denken sich dauernd neue und spannende Wege aus, um sich gegenseitig zu töten. Um die Kunst des Krieges kann eine wirksame... Oh. Okay. Hör zu, was Patrick auf der Führung zu sagen hat. Liebe Gäste, wir haben hier kompromisslose Sicherheitsregeln. Ihr müsst genau das tun, was ich sage. Eine Sache noch, wenn ich dieses Zeichen mache, hersehen dahinter bitte. Rechte Faust in die Luft, dann zeige ich in eine Richtung wie hier. Mitbekommen? Das heißt, dass wir uns alle in die gezeigte Richtung verstecken müssen. Es ist wie Ochs am Berg, außer dass ihr, wenn ihr euch bewegt, stirbt. Nochmal. Okay, warum sterben die denn? Was ist hier los? Oh, ich kann mich an den Händen aufladen. LOL. Ich kann mich hier richtig hochfarmen. Guck mal, ich krieg jedes Mal ein so ein Ding. Und jedes Mal 5 Leben. Tschüss, die Hände sind es. Dauert natürlich alles ewig hier. Aber heftig. So kann ich jetzt bis 1000 Leben mich hochballern. Aber es geht halt auch schnell weg, das Leben, ne? Geht nur ein Leben weg dann oder geht alles an Leben direkt weg? Ich denke mal, alles an Leben wird weggehen. Okay. Ja. Aber war da gerade ein Weg nach unten? Ja. Umbara. Naja, das Leben ist dann weg. Okay. Aber ich kann da trotzdem meinen Mark sammeln, ne? Alter, was ist hier los? Was ist mit dem denn? Ein Veteran. Okay. Die Karte wollte ich mal angucken. Mit dir dann? Dieser scheiß Buffer, ne? Aua! Er hat mich getroffen, die Drecksau. Okay, das heißt, hier geht es weiter. Dann gehe ich auf jeden Fall wieder zurück. Alter, dass wir hier Kohle von den Händen kriegen, ist ja mal mega geil, ne? Komm mal hoch. Okay, das war's. Gut. Haben wir das auch abgecheckt? Hier nochmal die Hände.
Leider geht das zu schnell weg, ne? Tschu. So, dann holen wir uns auf jeden Fall noch einen Flug. Ba-da-ba-ba-ba. Orville, mein Kind. Chef, ich habe ein Gespräch mit Onkel über die Klimaanlage gehört und ich denke, ich habe eine Lösung gefunden. Ja? Was ist es diesmal, Orville? Ich habe mir das Thermostar-System ausgedacht. Der Name steht noch nicht fest. Es ist ein innovatives Regulationssystem, bei dem jeder Mitarbeiter eine optimale Umgebungstemperatur über ein Smartphone-App auswählt. Das System nutzt einen Algorithmus, um die Temperatur anhand der Vorlieben des Mitarbeiters anzupassen und bietet Planungs- und Feedback-Optionen für eine optimale Regulierung der Temperatur. Möchtest du mehr erfahren? Nein. Nein, ich verstehe schon. Danke, Orville. Dein Genie wird den Frieden wiederherstellen. Aber dann, hä? Aber dann hat doch jeder und... Eine Mine! Ich geh erstmal oben lang. Oh shit. Was ist das? Hä? Mama! Scheiß Krähen. Bombardement. So, das heißt, hier geht's auf jeden Fall weiter. Ba-pow. 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 Und da. Hui. Guck mal, hier sind drei Dinger. Vier mit denen. Ne, hier waren keine vier. Aber guck mal, hier kann ich mich easy hochrutschen. Theoretisch. Aber macht das halt schon. Ich meine, ich nehme die gerne mit, die hier so sind. Hui. Hui. So, erhalte 50% Chance auf Hinterhalt. Verursache 15 Schaden, wenn du weniger als 25% Leben hast. Wir heilen uns sporadisch. Wir kriegen 2 defensiv. Erhalte 10, wenn du einen Gegenstand kaufst. Erhalte vorübergehend 10. Ja, dann nehmen wir das. Sobald wir Schwert benutzen. Laden erhöht die Preise mit jedem Kauf. 10% mehr. Ganz ehrlich. Scheiß auf 10%. Guck mal. Wumm. Wumm. Jetzt haben wir 10. Jetzt haben wir 0. Achso, ich hatte 5 gehabt. 5 defensiv. Ach so. Weil ich das anhatte. Und jetzt kriegen wir 10 statt 5. Vitamine. I'm coming.
Richtig, also 25 mal 158. Was? Ey, hallo, hallo, Chef. Kennst du zufällig die ungefähre Deckenhöhe hier? Ich bin nicht sicher, ob ich den apokalyptischen Kunsthimmel in meinen Berechnungen einbeziehen sollte. Puh, diese Kriegskunstabteilung ist so ein Albtraum. Es ist schwer, sich mit den ständigen Bombardierungen des Majors zu konzentrieren. Frage Joe nach einem Budget für Schalldämmung. Tipp, okay. Sieht gut aus. Ich bin dann mal weg. Ich muss Berechnungen erledigen. Erledige mal. Okay, unten war gar nichts. Was ist hier los? Oh. Aua. Alter. Hilfe. Wird eigentlich meine 5 extra Leben angegriffen, wenn ich Schaden krieg? Oder mein Hauptleben? Oh, was ist das denn? Wow. Das hier, Dick Legendary. Im Arsch, Dick Legendary. Ich glaube, mein extra Leben wird zuerst angegriffen, oder? Jetzt kommt ein Teenager, oder? Ja. Den machen wir natürlich. Kennen wir zwar nicht, aber den machen wir. Weg mit dem Teenager. Da sage ich doch nicht nein zu. Guck mal, 5 Leben fehlen uns nur. Und wir haben ein Schild. Viele Dinger. Der eine da mit seiner Schaukel. Bloß mit deiner Bombe weg. Guten Tag. Ich kann nicht mehr. Ich bin doch nur so ein kleines Mädchen. Oha, ausgetrickst. Und wie ein kleines Mädchen. Das ist richtig böse. Geh weg. Kotzt einfach. Alter. Sie kann nicht mehr. Oha.
Aua! Ich bin zu doof. Hä? Verrückte! Wahnsinniger! Ich halte mich mal. Yeah! Weg mit dir! Tschüss! Tschüss! Na guck mal, hab die Heilung sogar wieder gekriegt. Chance auf Crit. Was heißt Transfer? Also nach dem Sprint. Nach dem Sprint. Periodisch. Schmetterlinge. Nehmen wir Crit. Wenn das Schwert auch noch critten kann. Ah, scheiße auf Preise der Sense. Tschüss. Außerdem haben wir gefühlt sowieso echt viel Geld. Ausrüstung, Entspannung. Dann gehen wir auf Entspannung. Ausrüstung brauchen wir nicht mehr. Das heißt, man überspringt hier eigentlich im Grunde ein Level. Also. Kontrollraum, faszinierend. Kontrollraum. Wir haben 400. Das heißt, wir könnten das Schwert auf jeden Fall machen. Weil für beides reicht das leider nicht. Ah, schade. Das lohnt sich von Schaden her auch gar nicht. Aber hier Schaden und mehr Leben. Deswegen würde ich das hier auf jeden Fall machen. Hier kostet das jetzt ein bisschen mehr. Macht nur einen Angriff mehr. Ich behalte das, die 160. Achso, kommt direkt Boss. Okay, ja, dann mache ich die Sense. Dann scheiß drauf. Ich habe gedacht, jetzt kommt vielleicht noch ein Laden. So, wir haben drei. Wir sind komplett voll, das ist gut. Wir sind komplett voll, außer Ulti nicht. Wir haben drei Leben zum Heilen. Und jetzt Major Pliskan. Werden wir das Spiel durchspielen? Haben wir es durch? Hat ja nur arschlange gedauert, ne? Plot Twist, Ben ist der letzte Boss. Er ist nur ein Hund. Feuer einstellen, Major. Es sterben zu viele Leute. Wir schaffen das nicht mehr. Feuer frei! Keine Gefangenen! Warum ist es immer so ein Kampf, seinen Willen zu bekommen? Boah, Alter! Aua! Hilfe! Ich halte mich mal lieber. Okay, alle Heilung ist weg. Unser Legendary ist das Einzige, was uns gerade echt ein bisschen den Arsch rettet, ne? Weil wir so die ganze Zeit Damage machen können. No. Oh shit. Feuer frei! Boah, er lebt einfach immer noch. Nachricht laut und deutlich empfangen, Commander. Schön zu hören. Erlaubnis, den Angriffsplan anzupassen. Verweigert, Major.
Du hast bereits genug Löcher in unsere Konten geschossen. Ein saboteurter Urlaub. Wir wollten gerade Urlaub machen. Und da wurde alles gedamaged. Tschüss. Aber hey! Wir haben es geschafft. Ich erwarte 30 Level gleich. Boom. Aufleveln. Beginne das Spiel mit einer goldenen Anima. Wow. Goldenen Anima. Anima Schwamina, sag ich mal. Mein Urlaub. Guck mal, neuer Gegenstand. Wir haben jetzt einen Raketenwerfer und so. Ein paar Sachen haben wir wieder. Ein Hühnchen. Haben wir fast voll. Ja, super. Ich bin gespannt, wie es jetzt nächste Folge weitergehen wird. Also unbedingt nächstes Mal wieder einschalten. Ich freue mich sehr. Ich habe gedacht, ich schaffe das Spiel nie. Mal gucken, wie weit wir bei dem Magierspiel werden. Bei dem Magierspiel kommen. Was zum Beispiel gestern oder morgen kommen wird. Wizard of Legends. Und dann sehen wir uns. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Kampf, keine Zeit. Du wirst siegen, glaub an dich. In diesem Spiel voller Magie. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Heaven.